In diesem Video zeige ich euch nochmal meinen persönlichen Hotspot für Eisen für etwas Fortgeschrittenere. Viel Spaß beim Video. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier meine zwei persönlichen Hotspots fürs Eisenfarm. Ich werde jetzt die Route nicht mit euch abgehen, weil das Gebiet einfach zu groß ist. Aber ich werde euch natürlich das Gebiet zeigen. Wir sind hier über Königsfels. Ich habe auf Deutsch gestellt, das wurde sich gewünscht, dass ich das wieder auf Deutsch stelle für die Guides. Wir sind hier über Königsfels. Rechts davon, knapp 600 Meter, beginnt die De Miglot Bergwerk. Das De Miglot Bergwerk. Entschuldigung für diesen kleinen Sprachfehler. Und in diesem gesamten braunen Feld hier, also in diesem Gebirgeteil, sind überall Eisenvorkommen. Also wenn ihr Eisen machen wollt, macht hier mal einen Rundgang und eure Taschen sind voll. Also es ist wirklich heftig. Also wenn ihr hier anfangt und dann links rum geht, also wirklich einmal überall längs geht, einmal hier oben lang, dann wieder hier unten lang, dann so ein bisschen durch die Mitte. Wenn ihr hier wieder ankommt, sind die ersten schon wieder gespawnt. So krass ist das. Aber ihr seid natürlich nicht die einzigen. Deshalb habe ich noch einen zweiten für euch. Das ist neben hier Entermesserif hier das Letumshacke, das Bergwerk. Das Ding ist auch absolut voll. Ich scroll jetzt mal ein bisschen ran, um euch das so zu zeigen. Hier sind Eisenspots. Hier sind Eisenspots. Hier sind Eisenspots. Hier sind Eisenspots. Also es ist krank. Also das Ding hat auch viele Eisenspots. Nicht so viele wie das hier oben. Das muss ich ganz klar sagen. Also das hier ist schon echt. Das ist echt schon krank lachhaft. Also ja. Das war's schon mal, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte diesen kleinen Tipp gebrauchen, weil ich sehe im Chat immer wieder, wo finde ich denn Erz? Eisenerz. Und deshalb zur Vervollständigung hier nochmal der Bereich für die Fortgeschrittenen. Den für die Anfänger hatte ich ja schon gemacht. Der war natürlich nicht so groß. Also hier gibt's zig, weit über 20 Vorkommen, wenn sie natürlich nicht gerade abgebaut sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Über ein kostenloses Abonnement würde ich mir natürlich auch freuen. Und Tipps immer in die Kommentare, genauso wie angebrachte Kritik, immer gern gesehen. Und einen schönen Abend noch.